Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Borussia Mönchengladbach Karrieremodus. Wir sind am Start mit der 18. Episode und heute geht es weiter im März 2017 mit den nächsten Spielen und hoffentlich mit den nächsten Siegen auf dem Weg zur Champions League. Wenn es euch gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Videobeschreibung, Links zu IGVolt, 6% Rabatt mit dem Codemax Gaming TV, eure günstigen Coins dazu natürlich noch. Mein Merchandise könnt ihr auch gerne auschecken und meine Social Media Links. Wir gucken uns als erstes mal an, gegen wen es heute in dieser Episode geht. Das ist gegen den Hamburger SV und gegen den FC Bayern München. Ich werde aber hingegen des eigentlichen Plans doch nur ein Spiel in dieser Episode machen. Liegt ganz einfach daran, dass ich die Zeit leider Gottes nicht habe, zwei Spiele zu machen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch und dementsprechend gehen wir gleich mal hin. Wir haben vorher noch ein monatliches Scouting-Update, was auch sehr schön... Oh, ich wollte eigentlich uns loben, aber okay. Scouting-Update gucken wir uns mal an. Der Kollege Leblanc, nee, weil er ist schon so alt und so geiles Potenzial hat er jetzt nicht. Das heißt, dieses Mal ist wieder keiner dabei hier aus Belgien, den wir für unsere Akademie in Betracht ziehen können, was aber auch nicht so schlimm ist, denn wir haben ja ganz gute Spieler sowieso schon dabei. Und auch heute wird Schulze natürlich wieder im Kader stehen. Uruguays Nationaltrainer an Fahrer lehnen wir ab. Und dann würde ich sagen, geht's auch schon rein in die Partie gegen den HSV. Die Aufstellung können wir gleich hier mal machen. Aber vorher müssen wir natürlich noch Juve aus dem Kader rausnehmen. Der hat sich ja letzte Episode dummerweise verletzt. Sehr, sehr bitter auf jeden Fall. Dafür kommt erstmal Philipp in den Kader rein. Ob er anfangen wird, ist die große Frage. Aber das sehen wir gleich mal, wie ich mir das gedacht habe. Ich habe mir schon einen Plan zusammengestellt. Aber erstmal gehen wir jetzt ins Spielchen rein. Hamburg haben wir gerade schon mal gesehen, sind nicht in den Top 6. Ich hoffe auch, dass die relativ weit unten sind, weil ich will dieses Spiel gewinnen. Und je einfacher, desto besser. So, ich habe es mir folgendermaßen gedacht. Arnautovic geht in den Sturm. Philipp geht nicht auf die linke Seite, sondern Bailey geht auf die linke Seite. Und ansonsten lassen wir das Team so. Denn auch wenn wir zuletzt nicht hundertprozentig überzeugend waren, hat es doch gereicht. Ja, ich würde sagen, ab geht's. Wir können reingehen. Bewölkt, Legende, 5 Minuten. Das läuft. Und ich bin jetzt gespannt, wie wir gegen Hamburg im Volksparkstadion antreten bzw. spielen werden. Dieses Wochenende war ja für Gladbach so semi-erfolgreich. Gegen Bayern 0:2 in der Allianz Arena. Ist keine Schande, aber war die erste Niederlage seit etwas längerer Zeit. Dazu Hamburg auch 0:3 verloren zu Hause gegen Frankfurt. Nicht so schön auf jeden Fall. Zumal die jetzt ziemlich tief schon wieder im Abstiegskampf drin hängen. Aber gut, ich weiß nicht, wie es hier steht. Vielleicht sehen wir es ja gleich, während wir hier in den ausverkauften Volkspark oder ins Volksparkstadion reingehen. Das selbstverständlich mal wieder mit der Choreografie geschmückt ist. Sehr, sehr schön. Können wir uns die Tabelle angucken. Nein, aber wir sehen die Aufstellung. Wir sehen Adler mit seinem Sidecut und den schwarzen Haaren. Immer noch total lustig. Und hier sehen wir Mo Dahoud, der anscheinend heute ein bisschen im Fokus steht. Warum, weiß ich nicht, aber werden wir bestimmt noch sehen. Wir haben noch Douglas, Linksverteidiger, Gideon Jung ist dabei, Ekdal ist dabei. Ich nehme mal dann ganz stark an, dass die im 4-2-3 einstehen, haben wir gerade schon gesehen. Zieler, ja, der wird begrüßt von Giroud, genauso wie Adler. Ja, also beziehungsweise wird von Adler und Giroud begrüßt. Giroud hat ja mit ihm zusammengespielt und Adler, ehemaliger Nationalmannschaftskollege. Oder war das schon dann, ich bin mir nicht sicher. Ja gut, ansonsten müssen wir nicht mehr großartig abwarten, sondern können gleich reingehen in die Partie. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wo Hamburg steht, aber wir dürfen sowieso nicht auf der Tabellenposition achten, denn es zählt nur der Sieg und es ist egal, auf welcher Position der Gegner da steht. Erstmal ein schöner Seitenwechsel, raus auf Bailey, der im Zusammenspiel mit Toljan wird da gleich wieder geschickt. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Die Flanke in die Mitte, der Kopfball umfasst das 1:0. Stindl wäre da gewesen, aber Giroud ist dazwischen, ebenfalls ehemaliger Teamkollege, Ecke von Arnautovic, eigentlich zu groß, um die Ecke selber zu schlagen, aber der Kopfball von Vestergaard, 1:0, Andreas Christensen mit dem frühen Führungstreffer, keine 4 Minuten gespielt und wir sind direkt am Start und in Führung, sehr, sehr geil, Kopfball von Vestergaard und sein Landsmann drückt den Ball dann nach dem Adler nicht richtig parieren, kann über die Linie. Hat ihn zwar zur Seite abgewehrt, aber wenn er natürlich der andere Innenverteidiger steht, ist das denkbar schlecht, wer hat da nicht richtig aufgepasst? Ich weiß es nicht, es sieht aus wie Ekdal. Kann es nicht genau sagen, aber das ist mir auch egal. Sehr, sehr guter Auftakt. Zweites Saisontor für Andy Christensen. Und so muss es jetzt weitergehen. Am besten direkt noch einen nachlegen, damit wir erstmal die Sicherheit haben hier in dieser Partie. Ich stelle schon mal auf Konter, weil Hamburg wird natürlich jetzt erstmal versuchen, nach vorne zu gehen und direkt den Ausgleich zu erzielen. Zumindest nehme ich das mal ganz stark an und es wäre sinnvoll, wenn sie es täten. So, können wir weiter nach vorne preschen über Stindl. Der macht das hier gut. Oh, sehr schön vorbei an Douglas, nicht an Costa. Douglas Costa ist ein anderer. Die Flanke. Arnautovic kommt nicht ran. Nochmal André Hahn. Ah, kriegt den Ball aber nicht in der Mitte. Im Dor, nee, Quatsch, Dortmund. Im Hannover-Karrieremodus ist der, glaube ich, zu, oder im City-Karrieremodus, auf jeden Fall zu Hamburg gewechselt. Hier spielt er für uns. Und das ist auch gut so. Denn das heißt, weniger offensive Gefahr gegen uns, sondern eher für uns. Und da haben wir Stindl. Und Arnautovic geht schon wieder los. Das ist sehr schön, dass der auf die Reise geht. Ball huckelt hier ein bisschen. Geläuf oder das, ja, der Rasen scheint nicht so gut zu sein. Stindl bekommt den Ball. Kriegt ihn nicht in die Mitte, weil Giroud wieder dazwischen ist.
Nachdem hat er die Ecke verursacht, die zum 1-0 geführt hat, aber da kann man ja keinen Vorwurf machen. Ansonsten wäre eventuell das 1-0 gefallen, auf ein Adler da sowieso schon nicht sonderlich sicher aussah. Ah, da setzt sich jetzt Kostic durch gegen André Hahn. Kriegt er den Ball von Hand nochmal zurück, jawohl. Jetzt gegen Fabian Johnson, da ist er ein bisschen schüchtern, aber sie bleiben trotzdem im Ballbesitz. Das ist Albin Ekdal, bloß nicht zum Abschluss kommen lassen. Spielt zurück auf Diekmeyer. Oh, das war schwach gemacht eigentlich, aber dann kommt Bailey mit dem Ballverlust. Und jetzt hat er den und wir können den Gegenangriff einleiten. Jetzt die rechte Seite von Hamburg natürlich verwaist. Da ist jetzt Gideon Jung, aber damit ist die Mitte ein bisschen offen. Na, Stindl raus wieder auf Thielemans. Der sollte schneller sein als Gideon Jung. Ist das auch, aber Jung kann uns immerhin nur den Einwurf bescheren. So, Teuern ist Rechtsfuß, mit dem können wir links nicht flanken. Bailey und Thielemans, da haben wir da Hut. Jetzt haben wir keine Anspielstation, jetzt Stindl vielleicht mit Hahn im Zusammenspiel. Ah, One-Touch-Fußball versucht, leider Gottes nicht funktioniert. Vestergaard und Fabian Johnson. So, Arnautovic, ah, shit. Das wäre gut gewesen. Vestergaard dazwischen, hat er gerade die Vorlage gemacht. Mit seinem Kopfball, jetzt fehlt er hinten drin. Teuer mit der Grätsche, kommt nicht ran, das ist Nikolai Müller. Aber dann resolut gestoppt von unserem Wesergaard, der mittlerweile eher der Elbengaard ist hier. So, Bailey. Ja, wieder keine Anspielstation. Rennt da lieber Thielemans um. Und jetzt hat Hahn außen theoretisch Platz. Langer Ball. Douglas Santos heißt er, nicht Costa. Oh, siehst du mal. War auf jeden Fall da. Das ist jetzt Bobby Wood und der setzt sich durch den Christensen. Gut, Wood ist natürlich die größte Gefahr beim HSV im Sturm. Kann sich da auch irgendwie durchwurstellen und im Endeffekt dann die Situation erstmal bereinigt und Stindl kann den Gegenangriff einleiten auf Marco Astronautovic und Thielemans und wieder Arnautovic und da Hut und Bailey und außen Thielemans. Sehr schön freigespielt. In der Mitte ist keiner. Jetzt läuft. Ah, da war er gerade eingelaufen. Ja, Arnautovic und dann leider Gottes die Konfiguration vom Controller so, dass ich da nochmal zum Pass hochspringe. Auch wenn ich eigentlich einen Fake-Shot machen wollte. Gut, war auch schon ein bisschen optimistisch in der Luft zu sagen, machen wir den Fake-Shot. Ja, Thielemans, aber der geht hier resolut dazwischen. Das gefällt mir sehr gut bisher. Defensive Arbeit stimmt. Die Abstände sind gut, die Abstimmung ist gut und die Balleroberungen sitzen. So, Ball auf der Hut. Oh, der war bedrängt, aber das ist eine klasse Ballannahme. Jetzt auf Arnautovic. Für den natürlich als Ex-Bremer auch nochmal eine besondere Partie in gewisser Weise. Ball auf, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist, Ball auf Bailey. Ja, der geht in die Mitte. Ja, und dann ist Diekmeyer natürlich schneller. Da habe ich den Moment für den Abschluss verpasst. Beziehungsweise gar nicht erst gefunden. Er war nämlich nicht wirklich da. Wieder Bailey, raus auf Hahn. Zusammenspiel mit Dahoud. Dahoud in den Lauf von Leon Bailey. Leon Bailey, 2-0, das hat sich abgezeichnet. Zweite richtige Gelegenheit und direkt der Doppelschlag in gewisser Weise, beziehungsweise das zweite Tor, sagen wir es einfach mal so. Leon Bailey, ich glaube, sein zweites Tor, nachdem er ja letzte Episode schon getroffen hat, wenn ich mich recht erinnere. Schön freigespielt auf jeden Fall von Mo Dahoud. Und dann kann Adler nichts mehr machen, da fehlen die Zuordnungen und die Abstände in der HSV-Verteidigung. Und das gefällt mir natürlich besonders gut, denn damit haben wir jetzt schon mal die Zwei-Tore-Führung. Und genau die wollte ich ja, wenn auch ein bisschen früher. Aber wenn die Chancenverwertung so bleibt, dann ist das eine sehr, sehr angenehme Angelegenheit hier. Gegen Hamburg, die ja bisher noch gar nicht in der Offensive so wirklich stattgefunden haben. Jetzt mal über Gideon Jung vielleicht. Nach vorne. Dennis Diekmeyer. Wood, Nikolai Müller, die Flanke, Dahoud ist da, Ball kommt zu Wood, der kann ihn nicht perfekt kontrollieren. Könnte jetzt aber abziehen, macht das auch und Zieler ist da. Erste Gelegenheit für den HSV, aber die sind nicht so effektiv wie wir, Gott sei Dank, sondern dank Zieler bleibt es hier erstmal beim alten Abstand und jetzt hält er die Ecke da auch souverän und ab mit dem Ball nach vorne. Oh, das macht Stindl natürlich klasse, muss jetzt aufpassen, ja, Müller ist natürlich ein Stückchen schneller als unser Kapitano oder Spielgerätsmacher. Warte mal, Spielgerätsmacher hört sich auch komisch an. Spielmacher eigentlich, ich weiß nicht, wer gerade Kapitän ist, das ändert sich bei FIFA ab und zu mal. Oh, und jetzt ist Hamburg im 16er, okay, alles klar. Na, oh, halbwegs souverän geklärt, wollte ich sagen, aber da ist das 2-1. Ja, soviel zum Thema souverän geklärt, da war einmal kurz Hühnerhaufen in unserer Defensive und Nikolai Müller macht dann das Tor. So darf das natürlich nicht passieren. Hier hätte der Ball weg sein müssen, Vestergaard spielt aber direkt in den Fuß und dann kann, ja, Christensen nicht wegschlagen, Zieler chancenlos. Ja gut, jetzt haben wir natürlich Hamburg wieder dummerweise zurück ins Spiel gelassen. Das hätte nicht passieren dürfen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir schnellstmöglich hier wieder den alten Abstand herkriegen. Aber erstmal ist Halbzeit. Natürlich ganz bitterer Zeitpunkt auch. Für Hamburg psychologisch sehr wichtig, jetzt kurz vor der Halbzeit nochmal zu treffen. Bisher ausgeglichene Schussstatistik, 3-3. Gut, aber die Chancen waren bisher für Hamburg nicht da. Das war die erste wirklich, ja, die zweite. Nach dem einen Distanzschuss da gerade. Jetzt bleibt in der Mitte wer liegen. Und beschwert sich vehement, anstatt aufzustehen und weiterzuspielen. Das hasse ich, ja. Wenn der Schiri nicht pfeift, dann wird er das auch nicht mehr im Nachhinein machen. So,
Zack, Florian Johnson. Ah, festgelaufen. Wir dürfen jetzt uns natürlich auch nicht in Hektik verführen oder zu Hektik verführen lassen, weil wir führen. Wir haben so gesehen den Vorteil auf unserer Seite. Und es gibt jetzt einen Foul da gegen Nikolai Müller. Das sehe ich ja nicht so. Na gut, dann ist Diekmeier, ja. Weites Gerät nach vorne. Westergaard. Ah, kriegt ihn zumindest nicht nach vorne, was seltsam ist mit seinen 2 Meter Körpergröße. Sollte er normalerweise bewerkstelligen können. Ball im Lauf von Johnson, von Hahn. Funktioniert nicht. Hahn aber nochmal zumindest in gewisser Weise mit der Balleroberung. Oh, und jetzt ist er plötzlich da vollkommen frei. Das ist Philipp Kostic. Ja, der kriegt den Ball nicht in die Mitte, weil dann Johnson mittlerweile wieder zurückgehalten ist. Ja, wir fangen jetzt langsam gerade ein bisschen an, uns ins Wackeln bringen zu lassen, obwohl das gar nicht nötig gewesen wäre, weil dieses Gegentor halt schon total unnötig war. Giroud. Jetzt muss Thielemans da sein. Jawohl, nee, Toljan ist es. Ah, und dann wieder der Linksfuß. Das ist halt echt scheiße. Ein Linksverteidiger als Rechtsfuß, das kannst du manchmal gebrauchen, aber auch manchmal halt absolut gar nicht. Nikolai Müller, wieder Nikolai Müller im 16er. Zieler ist da. Huiuiui. Ja, das war halt total unnötig. Das habe ich auch nicht gedrückt. Das war jetzt natürlich eine ganz schön knifflige Situation. Das darf normalerweise absolut nicht passieren. Sehr fahrlässig, was wir jetzt hier gerade machen. In unserem 16er. Jetzt ist Bailey dazwischen und Kontergelegenheit. Vielleicht mal über Stindl. Der natürlich, wie gesagt, nicht so schnell ist. Jetzt geht da außen. Wer geht denn da? Hahn? Jawohl, André Hahn. Gegen Santos. Ja, der Techniker hat er jetzt natürlich nicht, um den nur einzigen einstehen zu lassen. Aber die Flanke kann er schlagen. Kopfball übers Gehäuse. Juri Thielemans war das. War auch kein Abseits. Schade. Schöne Aktion auf jeden Fall. Gute Flanke auch da von André Hahn. Ich glaube, es war sogar mit einem schwachen Linken. Aber führt nicht zum Erfolg. Und jetzt lässt Westergaard da quasi Bobby Wood durch sich durchgehen. Und Zieler ist wieder da und muss schon wieder eingreifen. Jetzt lassen wir ihm natürlich, oh, nicht mehr so viel Pause wie in der ersten Halbzeit. Da hat er ja absolut nichts zu tun gehabt. Bis kurz vor Schluss halt, bis zu diesem Anschlusstreffer durch Nikolai Müller. Moderhut, Stindl, Thielemans. Aha, läuft sich fest. Hätte er früher abgeben müssen. Da wollte ich eine Sekunde noch warten mit dem Abspiel. Das war der Fehler. Oh, Westergaard rutscht am Ball vorbei. Oh, Toljan tritt daneben. Eieieiei. Freunde der Nacht, das kann aber nicht wahr sein, dass wir uns hier so jetzt reinbringen lassen. Wieso ist eigentlich Johnson vorne und Hahn nicht? Aber okay, von mir aus auch Johnson. Die sind ungefähr gleich schnell und gleich stark, was das Flanken angeht. Oh, schön gemacht. Jetzt hat er viel Platz. Die Sache ist nur, mal wen in der Mitte der köpfen kann. Brauchen wir gar nicht, weil das Ding nirgendwo hingeht. Bailey bringt ihn zumindest nochmal ins Spiel, aber das war eine ganz, ganz schwache Flanke von Johnson. Das habe ich jetzt so nicht erwartet, nachdem er da schön freigespielt worden war. Oh, jetzt ist die Seite von Teuer natürlich entblößt. Gott sei Dank ist die defensive Line relativ da und schönes Tackling von Westergaard. Was ich natürlich jetzt noch dazu sagen wollte, ist, dass Arnautovic mit seinen 1,92, die er hat, zwar nicht der kopfballstärkste Spieler, weil er einfach das nicht zu seinem Spiel gehört, aber er theoretisch in der Lage sein sollte, einen Kopfball über die Linie zu drücken. Das war gut von Toljan, kriegt den Ball auch noch. Jetzt schön einfach rausgebolzt, das Ding. Wir wechseln mal. Wir sind schon in der 75. Minute. Lange ist nicht mehr zu spielen. Das heißt, lange müssen wir auch nicht mehr dem Druck, den Hamburg gerade versucht aufzubauen, standhalten. Bringen wir mit Amiri nochmal einen rein, der den Ball halten kann. Und mit Elvedi nochmal einen, der Toljan ersetzt. Ist er Linksfuß? Er ist Linksfuß. Ja, aber er als Linksverteidiger ist auch so eine Sache. Ja, aber dann müssen wir normalerweise mal Christen und Westergaard allgemein tauschen. Weil der rechte Innenverteidiger sollte in meinen Augen Rechtsfuß sein und der linke Linksfuß, wenn es denn möglich ist. Wenn es natürlich beides Rechtsfüße oder Linksfüße sind, ist eine andere Geschichte. So. Stindl. Keine Anspielstation. Oh, ganz, ganz schwach von André Hahn. Oh, 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 Gottes Willen. Alen Halilovic gegen Ron-Robert Zieler. Und Zieler hält den. Oh, Gott sei Dank hat Halilovic kurz vergessen, dass er Linksfuß ist. Die lange Ecke wäre viel sinnvoller gewesen in der Situation. Aber das geht natürlich gar nicht. 7:1 Paraden. Hamburg dominiert uns hier. Zieler kriegt da wieder nicht ganz die Hände an den Ball, sondern muss die Faust benutzen. Freunde der Nacht, reißt euch zusammen. Wir dürfen hier nicht schon wieder Punkte liegen lassen. Kommt Amiri da ran? Nee, Diekmeier, ja. Westergaard direkt auf den Fuß von Nikolai Müller. Müller, Müller und Zieler. Eieieiei, was ist aus uns geworden? Oder was ist plötzlich los? Ich verstehe es nicht. Die nächste Ecke segelt rein. Wieder kommt der Kopfball. Wir können das Ganze klären, aber viel zu schwach eigentlich geklärt. Hamburg steht hinten auch noch mit der Sicherheitskette von immerhin 2 Mann.
Normalerweise, wenn du in der 85. hinlegst, löst du da alles auf, um nach vorne zu gehen. Aber vielleicht kommt das auch noch. Hoffentlich nicht, weil hoffentlich haben sie keinen Standard mehr. Nochmal die Flanke. Kommt. Und jetzt Kramer. So, und jetzt haben wir die Kontergelegenheit. Auch wenn wir nicht wirklich Konterraum haben. Aber der Ball auf Arnautovic und der schneller als Emil Spalc. Sollte er zumindest sein. Marco Arnautovic. Ich hatte eh geplant, dass er mit links schießt und nicht mit rechts. Ich dachte, das macht ihn trotzdem rein. Das ist natürlich eine Chance, die du nutzen musst, ne? Sind wir ehrlich, ich hätte sie mit Jupp auch nicht reingemacht. Ich darf ja mit Jupp nicht treffen. Aber Arnautovic macht hier seinen Fehler wieder gut, indem er diesen Ball erobert. So, jetzt Amiri. Nochmal durchgesteckt und nochmal André Hahn direkt geflankt. Arnautovic versucht mit dem Flugkopf, weil küsst den Rasen. Leider Gottes nicht nur die Grasnarbe, sondern bremst er mit der Nase und zwar volles Brett. Nochmal Bailey mit der Flanke. Da ist Arnautovic. Wie gesagt, er kann theoretisch köpfen. In der Situation war es jetzt nicht erfolgreich, aber es sollte uns eventuell nochmal die wichtigen Sekunden gebracht haben, weil normalerweise sollte der Schiedsrichter abpfeifen, denn wir sind bei 3 Minuten. Aber wir kommen sogar nochmal in die Offensive und dann ist vorbei. Wir gewinnen nach 2-0 Führung und einer ganz knappen zweiten Halbzeit gegen den Hamburger Sportverein mit 2-1 und fahren wichtige 3 Punkte auf dem Weg zur Champions League ein. Nikolai Müllers Tor reicht dem HSV nicht für den Punkt. Vestergaard, Christensen, die beiden, die das 1-0 gemacht haben, beim 2-1 nicht sonderlich gut aussahen. Ja, Bailey wieder mit einem Tor, sehr, sehr schön, aber ja reingeworfen quasi für Juff jetzt in die Startelf und der rechtfertigt das gleiche auch, das ist natürlich ideal. Und damit kann ich sehr gut leben. Gehen wir mal zurück in die Zentrale quasi. 7 Schüsse, 7 aufs Tor. Hamburg auf jeden Fall mit viel Präzision, aber nicht mit genug Glück. Im ersten Durchgang hatten sie ja gar nichts offensiv, im zweiten war das dann deutlich stärker. Bringen tut sie ihnen trotzdem nichts, denn die Niederlage steht trotzdem auf dem Spielberichtsbogen. Unsere Ziele sind gefährdet. Was ist gefährdet? Ach ja, ich muss den Jugendspieler langsam mal spielen lassen, weil sonst wird's eng. Wie viele Spiele haben wir noch in der Saison? Wir haben noch 10. 8-mal muss er theoretisch noch spielen. Das kriegen wir hoffentlich hin. Trainieren wir ihn eigentlich? Ja, wir trainieren ihn wenigstens. Das ist schon mal gut. Schauen wir mal, was bei rumkommen wird. Ein C. Ein A bei Christensen, ein B bei Bailey. Passt ja. Okay, ein C bei Christensen wäre dann sinnvoller gewesen. Und ein E bei Elvedi. Ein P bei Philipp ist auch nicht. Ist ja auch egal. Ja, wir sind auf Tabellenplatz 2 vorgerückt und sind Tabellen, also punktgleich und Tordifferenzgleich, haben nur ein Tor weniger und ein Gegentor weniger als Borussia Dortmund. Freunde, wir sind auf Kurs Meisterschaft. Das war absolut nicht zu, Hamburg ist übrigens auf Kurs, naja, Mittelfeld. Also eigentlich ist Ingolstadt schon, naja, okay, nee. Aber Hoffenheim, Frankfurt, Ingolstadt, Hamburg ist eigentlich schon safe. Die haben 11 Punkte in 10 Spielen. Das, naja, ist ja auch egal. Wir sind auf Kurs Meisterschaft. Freunde, was ist denn da los? 6 Unentschieden, aber nur 4 Niederlagen, ne? 2 wenigsten. Bayern und Bayer jeweils mit 8 Unentschieden. Das ist das große Problem bei denen. Sieht gut aus. Wird auf jeden Fall eine enge Geschichte da oben. Schalke schon relativ weit abgeschlagen. Das heißt, es sieht gut aus für uns auch für die Champions League. Ich bin gespannt, wie es nächste Episode weitergehen wird. Wenn euch diese heute gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich drüber freuen. Videobeschreibung auf jeden Fall die Links auschecken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein und ciao.